Herzlich willkommen heute zur zweiten Mittwochsandacht der Kirchengemeinden Dilprecht, Rosbachtal, Allendorf, Langenaubach und Haiger. In der letzten Woche bei der Premiere hat uns die Pfarrerin Tanja Konter aus Langenaubach mitgenommen auf den Weg zwischen Haiger und Langenaubach und hat uns Gedanken mitgeteilt zum gemeinsamen oder auch alleinigen Gehen auf dem Weg. Mal auf festem Untergrund oder auch mal auf Wegen, die wir noch nicht kennen und die unbefestigt sind. Ich möchte diesen Gedanken an die Natur heute auch wieder aufgreifen. Und zwar, wir wohnen in einer herrlichen Gegend. Wir haben meistens wenig Weg vor uns, wenn wir in die Natur raus wollen, in die Wälder, in die Felder, auf die Wiesen. Viele haben auch einen Garten bei sich zu Hause. Manchen macht er Arbeit, die meisten aber sehen das als, ja, als Freude an, im Garten arbeiten zu dürfen und auch als Ausgleich zu ihrer Berufswelt oder zum Alltag. Viele haben auch einen Nutzgarten, wo sie Sachen rausziehen, die sie dann auch gerne essen, weil sie wissen, wo sie herkommen. Und natürlich auch die vielen Blumen, die in den Gärten sind, erfreuen uns doch jedes Jahr wieder mit ihrer Pracht und mit ihren Farben. Es gibt ein Lied im evangelischen Gesangbuch, das nimmt das alles auf. Dieses Rausgehen in die Natur, gerade zur Sommerzeit, und dann auch zu gucken, wie wirkt das alles auf mich, was macht die Natur mit mir, was kann ich da Neues entdecken an Blumen, an Tieren, an Bäumen, an den Vögeln, die hier bei uns sind und jedes Jahr auch wieder viel Energie da reinsetzen, ihre Brut aufzuziehen. Die meisten wissen wahrscheinlich schon, welches Lied ich meine. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottesgaben. Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Und das Lied kann man finden im Internet oder aber eben auch unter der Nummer 503 im Gesangbuch. Es hat 17 Strophen. Wir haben einmal alle 17 Strophen nacheinander im Gottesdienst gesungen. Das war natürlich etwas lang, aber es war auch schön, das ganze Lied mal in einem auch durchzusingen. Ich lade alle ein, zu Hause sich das Gesangbuch zu nehmen oder eben im Internet sich den Text rauszulesen und mal zu sehen, was alles da erzählt wird und wie es nachher auch weitergeht über die reine Naturbetrachtung hinaus. Nämlich, dass man auch ein Dankeschön sagt. Ein Dankeschön an Gott, der uns das alles geschaffen hat, der uns das ermöglicht, dass wir das sehen, erleben, riechen, schmecken können, fühlen. Und da ist es schön, dass dann nachher auch die Strophe ist: Ich selber kann und mag nicht tun, des großen Gottes Großes tun, erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Und gerade die ganzen Chöre und die Gemeinden, die in den letzten Monaten auf das Singen verzichten mussten, die freuen sich darauf, wieder aus voller Brust, aus tiefstem Herzen zu singen, auch ein Dankeschön zu singen an Gott. Und da lädt dieses Lied eben auch zu ein. Eine Strophe möchte ich auch noch zitieren, und das ist die 14. Da geht es darum, dass man auch gedanklich weitergeht und nicht nur auf dem Weg sich fortbewegt, sondern auch sich immer wieder einlässt auf Neues, zu reflektieren, sich Zeit zu nehmen, nachzudenken über das, was um einen herum passiert. Und da heißt es: Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wachsen wie ein Baum, wie eine Pflanze, wie eine Blume, und dass wir danach sehen, vielleicht auch für andere eine Freude zu sein. Die Bäume stehen voller
Jesus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomo die Seide, als Salomo die Seide.